Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Einfach lecker vegan kochen mit mir, Philipp Steuer und Aldi Süd. Und wir machen heute eine unfassbar cremige Kürbissuppe und dazu noch unser eigenes kleines Flatbread-Brot. Und das Ganze kommt komplett ohne irgendwelche Alternativen aus. Also wir nehmen wirklich nur Basic-Zutaten. Das Ganze ist super, super kostengünstig. Also das alles, was ihr vor mir seht, hat ungefähr in Gänze 7 Euro gekostet. Wenn man sich überlegt, was man dafür alles rausbekommt, dann ist das wirklich ein sehr, sehr günstiges, aber eben auch sattmachendes Gericht. Wir machen ja eigentlich zwei Sachen. Und ich will auch gar nicht lange drum herum reden. Fangen wir an. Ich habe im Vorfeld schon den Ofen einmal auf 200 Grad vorgeheizt. Denn wir starten jetzt mit dem Kürbis und der Süßkartoffel. Let's go! So, ich habe schon mal ein Messer geholt. Die Sachen, da machen wir gleich unser Brot. Mit kommt erstmal zur Seite. Das kommt auch zur Seite. So, wie gesagt. Wir kümmern uns jetzt um den Kürbis und den halbieren wir einmal. Okay. Und holen jetzt erstmal die Kerne mit einem Löffel raus. So, das geht bei einem Hokkaido-Kürbis, wie der hier vor uns liegt, super simpel. Praktisch ist, mit den Kernen selber könnt ihr direkt noch eine eigene Kürbiszucht starten und dann kommt ihr noch mal kostengünstiger weg. Ist doch hier, dieses Gericht ist ein Win-Win für alle. So, die Hälfte sieht schon mal gut aus. Machen wir weiter mit der zweiten Hälfte. So, die ist auch fertig. Und jetzt machen wir nichts weiter, als das Ganze nochmal in der Mitte auseinanderzuschneiden und jeweils die Hälften zu vierteln. Tun wir hier jetzt mal einfach zur Seite und tun die Süßkartoffel in die Mitte. Die wiederum stechen wir einfach nur großzügig, da wo wir können, mit einer Gabel ein, damit sie gleich im Ofen schneller gar wird. Man dann nicht so ewig auf die warten muss. Um die Schale kümmern wir uns, wenn sie aus dem Ofen wieder raus ist. Muss man sich jetzt keine Gedanken drum machen, dann geht die nämlich auch leichter ab. So, auch die ist jetzt prepared. Ich habe noch mit dem Messer hier ein bisschen reingestochen. Geht genauso gut wie mit einer Gabel. Jetzt brauchen wir ein Backblech. So, das Backblech legt ihr mit Backpapier aus und da kommt jetzt hier einmal der Kürbis drauf. Genauso wie unsere Süßkartoffel. Und dann nehmen wir ein bisschen Öl und machen da, also diesen Schritt könnt ihr machen, müsst ihr nicht, aber dadurch wird das Ganze noch mal ein bisschen aromatischer und wird noch mal ein bisschen stärker gebraten. Könnt ihr wie gesagt auch weglassen, je nachdem, aber ich glaube, Öl haben ja die meisten von euch zu Hause. So, und dieses Backblech, das geht jetzt so, wie es ist, bei 200 Grad für etwa 25 bis 30 Minuten in den Ofen, damit die Sachen auch entsprechend durch und gar sind. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Flatbread-Teig. So, für den Flatbread-Teig brauchen wir einmal eine Schüssel. Dann als nächstes Mehl. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Dann brauchen wir einen Teelöffel Backpulver und einen Teelöffel Salz. Das Ganze verrühren wir einmal. Dann kommt da als nächstes Olivenöl rein. So. Und meine Lieblingszutat, Wasser. Bei dem Wasser nicht erst alles reingeben, sondern nach und nach. Genau, erstmal alles miteinander hier verrühren, damit das Mehl auch komplett mitgenommen wird. Wird schon langsam zu einem Teig. Ich sage, da brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Ich muss auch gleich meine Hände dazu nehmen. Dann knetet es sich nämlich leichter. Und ja, daraus knetet ihr jetzt einfach einen schönen Teig. So, guckt mal, der sieht doch fantastisch aus und der Teig kommt jetzt so wie er ist zurück in die Schüssel. So, und der darf jetzt nochmal abgedeckt für so 15 Minuten ziehen oder gehen und dann machen wir weiter. Aber das Praktische ist, dieses Rezept ist so abgestimmt, dass ihr eigentlich keine großartigen Wartezeiten habt, sondern direkt mit dem nächsten Schritt weitermachen könnt. Ich mache hier einmal kurz sauber und dann brauchen wir noch ein paar zusätzliche Sachen für unsere Suppe. Aber das gleich mehr. So. Gleich ist Kürbis und Süßkartoffel fertig. Wir brauchen jetzt hier einen Topf, da machen wir gleich unsere Suppe drin. Und in diesen Topf kommt jetzt etwas Kokosöl. Ihr könnt auch einfach geschmackneutrales Öl nehmen, was ihr da habt. Hier, ich nehme das einfach ganz gerne, weil es ganz normal so eine kokosnussige Note gibt. Das
tun wir schon mal kurz auf den Herd, damit es schmilzt und entsprechend heiß wird. So, in der Zwischenzeit brauchen wir jetzt einmal hier die Zwiebel, dann zwei Knoblauchzehen, dann so ein kleines Stück Ingwer. Wir werden jetzt alles, was ihr hier vor mir seht, einmal in kleine Würfel schneiden, denn am Ende wird es ja eh dann im Topf püriert. Von daher brauchen wir uns jetzt hier nicht so große Mühe geben, alles ganz klein zu machen, aber es reichen halt so grobe kleine Würfel. Und das machen wir jetzt mal eben. So, unser Kokosöl ist gut geschmolzen und da tun wir jetzt einmal die Zwiebeln rein. Ach, ich weine vor Freude und die tun wir jetzt für 3 bis 4 Minuten anschwitzen. Ah! So, hier Ingwer und Knoblauch zur Seite, denn in der Zwischenzeit ist auch der Timer abgelaufen für unseren Teig. Ich habe ja gesagt, heute sehr effektiv. Ja, der sieht doch schon mal toll aus. Den holen wir jetzt hier einmal raus. Und dann kommt unser Teig jetzt hier auf eine bemehlte Arbeitsplatte. Und den schneiden wir jetzt in 8 Teile. Zack. Zack, so ungefähr. Und aus den jeweiligen Teilen machen wir jetzt einmal kleine Kugeln. Nochmal ein bisschen durchkneten. So. So, die Kugeln sind fertig und ich mache jetzt mal die zurück. Bis auf eine. Und deck die anderen ab, damit die nicht komplett austrocknen. Stell das Ganze zur Seite. Eine nehmen wir natürlich raus. So, und das hier ist jetzt sozusagen unser Teig für das Flatbread. Und das kommt jetzt hier einmal auf das Holzbrett. Einmal hier brauchen wir jetzt ein Nudelholz zum Ausrollen, ein bisschen anmehlen. Und dann schauen wir, dass wir den Teig eben entsprechend dünn ausrollen, weil ist ja ein Flatbread und kein Highbread. So, sieht das doch schon toll aus. Wie gesagt, schaut, dass ihr es nicht zu dünn macht, damit es euch gleich in der Pfanne nicht kaputt geht. Und so wie es jetzt hier gerade ist, kommt es jetzt mit ein bisschen Öl in eine Pfanne. Ich habe ein bisschen Öl in die Pfanne reingegeben, nicht zu viel. So. Und jetzt braten wir das Flatbread erstmal von einer Seite schön braun an. So, unsere Zwiebeln sind gut angebraten. Dann kommt jetzt hier Knoblauch und Ingwer dazu. Und das Ganze geht so, wie es ist, jetzt nochmal für so 2-3 Minütchen auf den Herd zurück. So, ich nasche gerade schon das Flatbread. Dazu gleich mehr. Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch sind angebraten. Jetzt holen wir den Kürbis und die Süßkartoffel dazu. Ich habe die Süßkartoffel schon geschält. Das habe ich gerade schon gemacht, wo sie ein bisschen abgekühlt war. Die kommt in den Topf und jetzt kommen hier unsere Kürbisviertel rein. So, dann kommen in den Topf einmal Gemüsebrühe. Dann habe ich hier eine Gewürzmischung, die besteht aus Paprikapulver, Currypulver, ein bisschen Kurkuma und Salz. Und für den Abschluss, ihr könnt jetzt entweder Kokosmilch nehmen aus der Dose oder auch einfach entsprechend Pflanzendrink, hier in unserem Fall Haferdrink. Der kommt auch noch dazu. So. So, und das Ganze lassen wir jetzt einmal kurz so für 5 Minuten köcheln, bis dann der spaßige Teil kommt. So, ich lege schon mal den Stabmixer ins Bild und hier einen Topfdeckel. Denn unser Süppchen ist fertig gekocht. Wir müssen jetzt nichts weiter machen, als mit dem Pürierstab oder wenn ihr einen Mixer habt, das Ganze klein zu pürieren. Das machen wir jetzt mal eben. Das sieht auch fantastisch aus. Kurzer Geschmackscheck. Fantastisch. Brauchen wir gar nichts mehr nachwürzen. Ist schön, hat eine schöne Salznote. Schmeckt natürlich herrlich nach Kürbis. Hier sind noch so ein paar kleinere Stücke drin, je nachdem, wenn ihr es ganz, ganz fein püriert haben wollt, dann müsst ihr einfach weiter pürieren oder halt eben so einen Hochleistungsmixer nutzen. Wir lassen es jetzt aber so. Und ich zeige euch schon mal was anderes. Schaut mal, wie gut unser Flatbread geworden ist. Da freue ich mich gleich drauf. Das essen wir nämlich dazu zur Suppe. Und jetzt richten wir das Ganze mal an und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, dann füllen wir mal auf.
Jetzt schon, ich habe richtig, das ist für mich so, ich meine, es ist jetzt auch schon Oktober, ich habe hier im Oktober jetzt auch Geburtstag. Das ist für mich einfach, da ist einfach Kürbis, die Kürbiszeit ist da definitiv am Start. So noch ein paar Kräuter oben drauf, wenn ihr möchtet. Und falls euch das Ganze zu breiig ist oder die Konsistenz noch nicht passt, dann gebt einfach mehr Pflanzendrink hinzu oder mehr Kokosmilch. Das geht, weil ich mag es so am liebsten. Und wie gesagt, wir haben hier dieses fantastische Flatbread und ich finde auch, dass das harmoniert auch einfach jetzt schon so zusammen. So, jetzt probieren wir es. Ein bisschen von dem Brot, das ist auch super schön leicht und fluffig geworden und da muss man wirklich nicht mehr nachwürzen und es hat einfach, das ist einfach richtig schön Herbst für mich. Wie ich schon am Anfang meinte und ihr es auch eben entsprechend gesehen habt, das Rezept ist super, super simpel und wenn ihr sagt, das Flatbread zu machen irgendwie voll aufwendig, es gibt bei Aldi Süd auch eben Flatbread schon fertig zu kaufen, könnt ihr da auch entsprechend zuschlagen und euch diese Arbeitsschritte sparen. Das Rezept, wie gesagt, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wenn ihr in Zukunft keine veganen Videos von mir verpassen möchtet, dann abonniert jetzt hier den Kanal von Aldi Süd und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Darüber freuen sich alle. Und hier neben mir findet ihr noch zwei weitere vegane Videoempfehlungen von mir, da wo ihr mich entsprechend dann auch kochen seht. Und ich möchte mich wie immer für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.